hier segeln. Schön. Ja, segeln ist einfach schön. In der Natur sein. Man kann so schön runterfahren. Ist entspannt. Ist genau die richtige Geschwindigkeit irgendwie. Nicht zu schnell, man kriegt das alles noch mit. Ja, und jetzt ist gerade so wunderschöne Bedingungen. Wir haben Wind. Ja, vielleicht 5 Knoten Wind, 4, 3. Ja, und wir segeln hier in der Ostsee, in der nördlichen Ostsee. Vor einem Scherengarten. So ein bisschen Restdünung von den letzten Tagen. War ziemlich windig. Da war noch ein bisschen Restwelle, aber minimal nur noch jetzt. Ja, und ich wollte mal was ergänzen zu unseren Veränderungen am Boot bezüglich der Geschwindigkeit. Ich zeige euch ganz nochmal, womit wir jetzt hier so segeln. Weil ein neues Phänomen ist damit aufgetaucht, und zwar das Phänomen, dass wahrer Wind und scheinbarer Wind doch zwei sehr unterschiedliche Dinge sind. Also vorher haben wir bei wahrem Wind andere Geschwindigkeiten immer gesegelt. Das heißt jetzt immer, sobald wir wenig Wind haben, Halbwind, Raumwind, wird es bei uns fast immer fast zu einem Amwindkurs. Wir haben jetzt eigentlich Halbwind, so eigentlich 120 Grad für 5 Knoten und segeln jetzt ungefähr so 60, 65, 70 Grad am Wind. Und gesetzt haben wir dafür unseren Genacker und das Großsegel. Und das würde ich jetzt mal kurz zeigen. Und wir segeln hier so mit 3,5 Knoten Geschwindigkeit. Also wirklich eine wunderschöne Geschwindigkeit. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. So eine kleine Böe dazukommt oder auch nicht. Also wirklich sehr schön. Ja, toll. Heute Horror an der Kappa-Code-Front. Ja, oder wie spielt man seine Familie kaputt? Oder ganz sachlich gesprochen, es geht um das Thema Anti-Fouling bei Segeljachten oder grundsätzlich Yachten. Ich habe heute mich entschlossen, konkret ein bisschen mehr was dazu zu sagen, weil wir eine Menge Erfahrungen dabei gemacht haben, die man vielleicht zukünftig vermeiden könnte. Und deshalb habe ich hier auch so ein paar Stichpunkte gemacht, um einfach ein bisschen konkreter und umfangreich sozusagen einfach zu erklären, was, wie, wann passieren sollte, damit das alles gut klappt. Darum geht es halt in diesem kleinen Video. Vorab ist es kein Werbefilm, wir haben alles gekauft, wir haben selber ausprobiert, wir haben es bezahlt. Also von daher ist es tatsächlich unser Erfahrungsbericht zu dem Thema Verwendung von Kappa-Code. Ja, bei uns im Hintergrund seht ihr unseren Katamaran. Das ist ein ca. 20 Jahre alter GFK Seriencut Marke Nautitec 395. Sind ja noch mal andere Themen, die sozusagen zu dem Boot dann schon erschienen sind oder noch erstellt werden. Und ganz konkret bei uns also 39 Fuß, ca. 12 Meter lang, 6,50 Meter breit. Ja, und das Kappa-Code haben wir im Internet bestellt bei der Deutschlandvertretung. Und es kommt ja eigentlich aus England. Ja, warum Kappa-Code? Also was spricht dafür und was dagegen? Für uns ganz konkret hat dafür gesprochen die vielen Erfahrungsberichte, die Verwendung in der Berufsschifffahrt. Das war für uns ein wichtiges Kriterium dafür. Und die lange Haltbarkeit natürlich auch. Man spricht von 8 bis 10 Jahren. Es gibt Erfahrungsberichte, die sprechen sogar von 15 Jahren gute Haltbarkeit. Und natürlich auch der ökologische Aspekt spielt für uns auch eine Rolle. Das heißt, eines der ungiftigsten Anti-Foulings, die man aktuell verwenden kann. Also von daher macht es auch Sinn, wenn man bestimmte Fahrgebiete nutzen möchte. Was spricht gegen Kappa-Code? Einmal der relativ hohe Preis. Zum Zeitpunkt, wo wir es gekauft haben, hat ein Gebinde, ein Set, dazu seiten ja konkret ein bisschen noch was, 120 Euro brutto gekostet. Relativ umfangreiche Vor- und Nachbereitungsarbeiten. Und auch der Prozess des Auftragens ist an bestimmte Rahmenbedingungen gebunden, die nicht so ganz ohne sind. Also da muss das schon ganz gut passen. Ja, also, was konkret braucht man also, um Kappa-Code aufzubringen? Das sind 5 Bestandteile. Das ist einmal Harz und Härter, jeweils in den Gebinden 1/2 Liter. Und das Kupferpulver dazu, das ist also sehr hochwertiges Kupferpulver, 99,9%iger Reinheitsgehalt, ca. 4 Kilo. Das ist also ein Set, das man kaufen kann, zu dem Preis, wie ich es gesagt habe. Dazu braucht man noch Isopropanol. Auch dazu sage ich noch ein bisschen was. Das ist wichtig, das etwas zu verdünnen, von Schicht zu Schicht nachher. Und spezielle Farbrollen und Pinsel, um so ein bisschen an die Ecken und Kanten zu kommen, wo man mit der Rolle sonst nicht ganz effektiv dort rankommt. Ja, wie gesagt, England kommt es her. Es gibt eine Deutschlandvertretung, über die haben wir das auch erworben.
und sehr gute Fachberatung. Man kann sich dort immer noch mal melden, wenn man noch mal Fragen dazu hat. Und man bekommt auch eine kleine Anleitung dazu, die da hilft. Wichtig bei den Gebinden, die sollten noch nicht älter als 6 Monate sein. Findet man also etwas oder bekommt man es von etwas älterem Datum, würde ich empfehlen, das nicht aufzubringen. Die Arbeit, die man sich damit macht, schadet drum sonst. So, 3 Phasen zum Aufbringen. Das ist einmal die Vorbereitungsphase, dann sozusagen die Durchführung und die Nachbereitung. Vorbereitungsphase sind das erste, was man macht. Man sieht das im Hintergrund. Wir haben so die Anhänger unten abgebaut, sprich die Ruderanlagen. Wir haben den Zieldreif freigelegt bzw. vorbereitet, den werden wir auch gleich mit entsprechend mit Anti-Fouling bearbeiten. Und das ganze, der ganze Unterwasserrumpf muss angeschliffen werden. 120er Schleifpapier ist das, was man da nutzen wollte. Also nicht viel gröber, um nicht zu viel vorab zu tragen. Wir haben im Vorfeld das Boot, das wir übernommen haben, mit einem ganz alten Kappa-Code übernommen. Also die Grundierung war quasi vorgegeben. Ansonsten, wenn man eine andere Farbanstriche hat, gibt es auch eine Menge Tutorial schon, dass man da nachlesen kann, dass man also alte Antifoulings abtragen kann, um erstmal eine Grundschicht, also eine Primerschicht sozusagen, vorzuhaben. Also anschleifen, Ruder ausbauen und wenn ein paar Schadstellen sind, haben wir das mit Polyester hart sozusagen gespachtelt und geschliffen. Weil das macht in dem Moment dann auch Sinn, alles so nochmal an diesen Stellen zu checken, dass das wirklich eine schöne glatte Außenhaut wird. Und vom Anstrich natürlich die Rumpfe abtäten, dass dann eben die Abreißkanten sauber sind. Ja, also natürlich vorher, wenn man das geschliffen hat, natürlich den Unterrumpf, den Rumpf nochmal richtig säubern, abwischen. Wir haben ihn abgekerchert und ordentlich getrocknet, dass dann also die Schicht Staub und ja, sauber halt ist. Verarbeitung. Hier wird vorgegeben, also mindestens 4 Schichten sollten dort aufgetragen werden. Das ist das Minimum. Wir haben insgesamt für unser Boot 18 Sets gekauft. Da kann man sich also auch ausrechnen, was das in der Summe denn kostet. Diese 18 Sets haben gereicht für uns bei unseren Maßen mit den beiden Rümpfen für 6 Schichten. 6 Schichten, 4 also Minimum. Gut, dass wir auch ein bisschen mehr hatten. Also bei dieser Arbeit ist es mir dann lieber 1 oder 2 Schichten mehr drauf zu haben. Macht mit Sicherheit Sinn, dass man da also nicht nur bei dem Minimum dann bleibt. Ja, die Rahmenbedingungen. Wichtig ist, um dieses Kapako zu verwenden, ist die Temperatur. Temperatur heißt Minimum 10 Grad, idealerweise 15 Grad bis 20 Grad. Die Verarbeitungszeit ist dann ungefähr zwischen 30 Minuten bis 45 Minuten. Und das ist auch okay. Es darf auf jeden Fall nicht regnen, also nicht nass sein. Sprich, auch die Tage danach, es gibt eine Durchtrocknungszeit von 72 Stunden, wird vorgegeben. Also wenn man es aufbringt und in den nächsten 72 Stunden soll es keinen Regen geben, dass dann also die Arbeit dann nicht zunichte gemacht wird. Hat man so wie jetzt hier relativ viel stark dronne Sonne drauf, das war unsere Erfahrung auch, macht es Sinn, das so ein bisschen zu verschatten, dass dann die Farbe, die man aufträgt auf dem Rumpf, der Rumpf selber nicht zu warm ist, oder sprich zu heiß schon ist. Und die Verarbeitungszeit stark verkürzt. Also dann lieber ein bisschen verschatten oder man sucht sich eine Tageszeit, die dann zu der Temperatur so gut ist, dass der Rumpf also nicht zu warm wird. Ja, bei der Verarbeitung von Schicht zu Schicht bedeutet nass in nass. Das heißt, wir haben es so gemacht, wir haben hinten angefangen, haben dann langsam nach vorne gerollt. Was heißt langsam? Zügig vorwärts gerollt. Und bei der Länge war es dann so, wenn wir vorne angekommen sind, konnten wir quasi hinten auch schon wieder anfangen. Und ja, also quasi fast ohne Pause haben wir dann durchgerollt. So, das, was ich gelesen hatte, so mit den Verarbeitungszeiten, dachten wir so, naja, 3-4 Stunden, dann sind wir gut durch. Haben uns echt getäuscht. Also wir waren insgesamt 5 Leute hier, also unsere Familie war aktiv dabei. Alle gut motiviert. Wir haben um 10 Uhr angefangen oder kurz nach 10 Uhr und waren zum Schluss 18 Uhr fertig. Im wahrsten Sinne des Wortes, deshalb eben auch dieser Horror, weil dieses Auftragen dieses Gemisches ist keine Farbe, sondern das ist ja flüssiger Harz mit diesen schweren Kupferanteilen drin und das geht ordentlich auf die Arme. Sprich, wir haben immer angemischt, das sieht man auch in den kleinen Videos, dass ich oder Bildern, dass ich noch einsetzen werde. Also Harz und Härter einmischen, dann Isopropanol.
Dieses Isopropanol ist die einzige Möglichkeit, um das ein bisschen zu strecken, sprich zu verdünnen. Und zwar wird empfohlen, in der ersten Schicht 2 Kappen des Härters, also die Härter hat dann also eine Flasche, oben eine Kappe, 2 Kappen davon mit einzumischen und jede Schicht mehr, die aufgetragen wird, immer eine Kappe mehr zu nehmen. Also zweite Schicht 3 Kappen, bis zur vierten Schicht bei 5 Kappen und dann bleibt man auch bei 5 Kappen. Also man macht da nicht immer noch mal mehr, sondern man macht ja schon einen ordentlichen Sprung rein, dass also die Schichten sozusagen etwas gestreckt, verdünnt werden, damit die Schichten miteinander sich sozusagen gut verbinden und das also auch nicht so zu einer Spachtelmasse wird. Also wenn man bei den Temperaturen ist, wir haben das jetzt im April gemacht und spät nachmittags, abends, wurde es dann doch schon ein bisschen frisch, merkt man auch, man muss wirklich zügig arbeiten, um die Verarbeitungszeit und das flüssige Harz und den Härter sozusagen aufzutragen. Ja, wir waren also wie gesagt zu fünft, so haben wir uns das vorgenommen, auf jeder Seite rollt einer, sprich wir hatten ja 4 Seiten und einer Reserve bzw. mischt und wir haben es also in dieser Zeit gerade so geschafft, also von 10.30 Uhr bis 18 Uhr, wir hatten eine kleine Pause mal zwischendurch gemacht, eine kleine Snackpause, damit die Stimmung nicht ganz so kippt und ja, hat also gerade so gereicht, mit weniger würde ich das nicht machen. Wenn man weniger wäre, muss man das wahrscheinlich in Etappen machen, dass man sagt, an einem Tag die eine Seite, und am nächsten Tag die andere Seite. Also man muss diese Schichten nacheinander nass und nass auftragen. Wenn die einmal durchgetrocknet sind, dann ist es tatsächlich, muss man komplett neu angeschliffen werden und dann hat man auch diese Verbindung des Kupfers nicht miteinander. Also das ist definitiv wichtig, die Temperaturen, die Feuchtigkeit und die Mannschaftsstärke, die man sich dann organisiert, um das zu machen. Das sind übrigens auch alles Erwachsene gewesen, also nicht irgendwie kleine Kinder, die da so ein bisschen mitrollern, sondern alle ganz gut dabei. Und ja, war ein strammer Tag, an dem wir hier gerollt haben. Ja, was habe ich mir noch ein bisschen aufgeschrieben? Ich gucke mal ein bisschen so auf meinen Stichpunktzettel, damit ich hier nichts verpeste. Also, wir haben das sozusagen gemischt. Wir haben dort das sozusagen, achso, das Behältnis, in das wir das gemischt haben, sollte nicht so groß sein. Wir haben einen Eimer genommen, so 3 bis 5 Liter, diese Größe reicht vollkommen. Dann kann man das gut vermischen. Richtig Harz und Härter erstmal richtig verbinden, dass wirklich eine homogene Masse entsteht. Dann haben wir Isopropanol dazu gegeben, dass sozusagen das also ein bisschen verdünnt wird. Und erst wenn das also eine wirklich schöne durchgängige Masse ist, das Kupfer langsam einschütten, bei Verrühren, also klumpenfrei. Also da, das ist schon auch ein kleiner Akt, das wirklich so zu vermischen, dass man wirklich eine schöne gleichmäßige Masse hat. Wir haben dieses eine Set immer angemischt. Das haben wir dann in 4 Farbschalen gegeben, sodass jeder, na, ich sag mal, dann eben so ein bisschen mehr als 1/4 Liter hatte, 0,3 Liter ungefähr. Und dafür haben wir tatsächlich diese Verarbeitungszeit genau gepasst. Also eine Rumpfseite hier hat ungefähr, ja, eine Farbschale hat nicht ganz gereicht. So, ne? Und dann kann man sich ausrechnen, deshalb diese 18 Set, 6 Schichten mit den 4 Seiten, die wir, Rumpfseiten, die wir dann eingerollt haben. Ja, ganz wichtig beim Auftragen, dünn bleiben. Also man sagt auch, die ersten 1-2 Schichten decken überhaupt nicht. Bei der dritten beginnt es langsam, in der vierten sollte es decken. Wir haben jetzt 6 Schichten drauf. Man sieht jetzt im Hintergrund, wie intensiv das deckt. Also das ist jetzt inzwischen schon ziemlich dicht sozusagen und wenn man zu dicht aufträgt und dann Orangenhaut sich bildet oder sogar Nasen sich bilden, also Farbnasen bilden, ungünstig, weil nachher muss ja angeschliffen werden und wenn man das, sagen wir mal, jetzt so eine Orangenhaut hat und anschleift, dann schleift man quasi um die obersten Kanten an und dort, wo man diesen Täler nicht rankommt, in diese Orangenhaut, dann, ja, da gehen die Seepocken ran. Das heißt, durch das Anschleifen kriegt man diese Stellen nicht erreicht und dann war die Arbeit also ein bisschen umsonst. Also dünn auftragen, diese Schichten, Orangenhaut vermeiden, Spuren für Farbnasen vermeiden, dann ist es ideal. Ja, 72 Stunden habe ich gesagt, Trocknungszeit auf jeden Fall abwarten. Jetzt sind es auch quasi 72 Stunden. Wenn ich nochmal mit der Kamera rangehe, dann wird man das auch sehen. Also es ist jetzt wirklich komplett durchgehärtet und dann kommt die nächste Phase. Das wird quasi jetzt den nächsten Tag auch die Arbeit sein. Die Nachbereitung. Und Nachbereitung heißt Anschleifen. Anschleifen erfolgt mit 400er bis 600er Schleifpapier.
Der Prozess heißt nur, dass ich sozusagen die oberste Farbschicht quasi aufbreche, sodass das Kupfer frei liegt. Und wenn das näher an Wasserkontakt ist, wird aus diesem Rotbraunen auch so eine grünliche Färbung. Man kennt das vielleicht so von Kupferdächern, gerade bei Kirchen, dass die dann meistens so eine grüne Patina ansetzen. Dann sieht man also, dass tatsächlich auch die Wirkung entsteht, dass das Kupfer reagieren kann und quasi dieses Ansetzen der Seepocken oder der Tiere dann vermeidet. Was ich jetzt noch nicht genau weiß, man sagt so alle 6 bis 8 Wochen, wenn das Wasser im Boot ist, mal so abwischen unter Wasser, das heißt bei einem kleinen Tauchgang Schleimbildung einfach wegnehmen. Werde ich berichten, also wie sich das dann tatsächlich verhält, ob das hier, wir sind jetzt in der südlichen Ostsee unterwegs erstmal, ob das tatsächlich bei dem Wasserverhältnis noch so ist oder nicht. Und 8 bis 10 Jahre, das heißt, ich werde jetzt also einmal pro Jahr dann in so einer Saison mal kurz ein Statement dazu abgeben, ob das tatsächlich so passt zu dem, was wir hier gemacht haben und ob das, was auch versprochen wird, eben tatsächlich auch eintritt. Ja, mit dem ökologischen Aspekt, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, wäre tatsächlich auch nicht zu verachten, wenn man zum Beispiel in den Niederlanden, Schweden, gibt es so ein paar Ecken, die inzwischen sehr darauf achten, dass welches Antifouling verwendet wird, damit also die Gewässer also möglichst sauber bleiben. Ja, warum Horror? Kappa-Code-Front. Das heißt, wir haben also gerade die jüngeren Mitglieder unserer Familie haben nach dem Arbeiten tatsächlich große Schmerzen gehabt. Also wenn man so einen ganzen Tag rollt mit einem Arm, eine schwere Rolle, ja, das ist, geht ganz schön auf die Muskulatur und nach 1-2 Tagen geht das ja wieder, aber ja, es ist nicht zu verachten. Ne? Ja, was habe ich mir noch ein bisschen notiert? Also 5 Leute, das wo was bei uns gewesen, würde ich also immer wieder so empfehlen, wenn man diese Größe macht, hat bei uns gerade so gepasst. Ne? Ja, weil wenn man jetzt abbricht untereinander unterwegs, wenn man sagt, oh, das schafft man doch nicht mehr, weil es abends spät Abend wird, weil man hat ja sozusagen den Zeit und den Kostendruck und die Rahmenbedingungen auch. Und wenn man nach der Drinschicht abbrechen muss, ja, blöd. Würde ich also auf jeden Fall schade finden, wenn man diese ganze Arbeit sich vorher gemacht hat und dann kommt man irgendwie da nicht ans Ende. Ne? Jo, genau. Das habe ich jetzt erzählt zum Thema also Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung und die Erfahrungsberichte, die ich jetzt also einmal im Jahr mal kurz geben werde. Das werde ich also immer mal einbauen, wenn wir irgendwas anderes Thema haben. Dann also auch mal kurz sagen, okay, wie sieht es eigentlich mit dem Kappa-Code aus und wie wächst das unten dran weiter. Also wir haben es auch deshalb gemacht, weil die Wirkung schon ganz stark nachgelassen hatte. Da war also nicht mehr wirklich viel zu spüren, dass da irgendwie noch eine Wirkung da ist. Was uns der Fachhändler auch gesagt hat, ist, dass tatsächlich die Wirksamkeit und Langlebigkeit stark davon abhängt, wer das aufträgt. Und zwar seine Erfahrung ist, dass tatsächlich die das Fremdvergeben, also an Firmen oder jemand, der das dann macht, dass dann die Wirksamkeit meistens wesentlich geringer ist. Also dass eigentlich die Qualität dessen, das aufzubringen, nicht so hoch ist, als wenn man es selber macht. Logischerweise, die Motivation, die Eigenmotivation ist eine ganz andere, das also wirklich in diesen Zug in der Qualität hinzukriegen. Also wer das abgibt, weggibt, sollte nur wissen, es gibt eben Firmen, die machen das eben, ja, aber eben nicht so, wie ich es gerade beschrieben habe, weil es eben doch relativ anspruchsvoll ist. Ne? Also eine schöne Arbeit, man tut für das Boot was, es ist ja nicht nur, dass das Unterwasserschiff sozusagen jetzt gegen Antifouling geschützt ist. Man macht was gegen Osmose, das heißt sprich, das Boot bekommt unten ja eine neue Schicht, eine Kunsthartschicht. Das heißt, es wird immer zusätzlich abgedichtet, Schutz gegen Osmose und damit auch ein Werterhalt. Muss man einfach ganz klar sagen, dass das also eine ziemlich zusätzlich hohe Wirkung hat. So, jetzt würde ich mit euch nochmal ganz kurz an das Boot rangehen. Ich nehme euch jetzt hier nochmal mit. Ich habe mich hier so ein bisschen hingesetzt gehabt. Und damit ihr jetzt nochmal ein bisschen seht, was wir quasi hier gemacht haben. Ich drehe euch mal jetzt um. Ups. Ja. Hier oben sieht man das. Hier haben wir so ein paar Wasserspuren. Diese Wasserspuren, da haben wir noch ein bisschen was abgedreht. Achso, kann ich noch mal kurz so sagen. Da sieht man sozusagen auch die Stärke. Hier mit dem Saildrive, abgebautes Ruder. Was ich noch mal als Tipp nehmen kann, das ist vielleicht gar nicht so blöd, wenn ich das jetzt noch sage. Hier sieht man hier so ein kleines Tape.
Dieses Tape haben wir deshalb draufgeklebt, um Tauwasser, was sozusagen dann runterkommt, dann nicht direkt hier runterspült und dann Nasen bildet, wie ich es hinten gerade gezeigt habe, sondern so eine kleine Sprungschanze aus dem Tape gebastelt. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Also hätte ich wahrscheinlich an 2-3 Stellen noch mehr machen sollen. Also in dem Fall alles richtig macht. Also in dem Sinne sage ich schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Nicht Segler, ich muss das unbedingt noch mal zeigen. Das ist so toll. Es ist kein Wind. Es ist null Wind. Ich weiß es nicht. Ein Knoten. Also man sieht das hinter uns, spiegelglatte Fläche. Und wir segeln hier mit 3,5 Knoten. Wir produzieren unseren eigenen Wind. Das ist ja gegen alle physikalischen Gesetze. Aber wir machen es. Das ist ja wie bei, ich weiß nicht, bei diesen Rennseglern, die auf ihren Tragflächen fliegen. Ich meine, das haben wir nun nicht. Wäre auch nicht schlecht. Wäre das nächste Projekt vielleicht. Nee. Wir haben unseren Genacker draußen. Unser groß natürlich. Ich kann das mal kurz zeigen. Also wir haben schon ein bisschen Segelfläche, aber ja, 100 Quadratmeter, ein bisschen drüber, vielleicht 110. Wir wiegen 9 Tonnen, kein Wind. Ey, ist das toll? Das ist so schön. Ruhiges, friedliches Wasser. Und wir segeln hier fast 4 Knoten. Also den Wind, den wir spüren, ist der Wind, unser Fahrtwind.